Hallöchen, Leute, willkommen zur 6. Episode meines Let's Plays. Wolfenstein, The New Order. Ich bin Davy und ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier. So, Leute, es wird Zeit, dass wir ein bisschen aufräumen und bei einem Regime in den Arsch treten. So, aber erstmal ein bisschen Munition. Okay, da haben wir genug davon. So, limitiert. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier damit anfangen können. Oh, da. Alles klar. Da geht's ab. So, da haben wir. Da ist ein bisschen was. Okay, viel Munition ist nicht mehr da. Okay, da kriegen wir Besuch. Okay. So, dich haben wir. So, dich haben wir kaputt. Gut, wo geht hier noch? Da. So, das war's mit dem. Da ist drüben wieder einer. So, da haben wir einen schönen Headshot hingelegt. Da ist einer. Ja, ich seh dich. So, wo ist der andere? Da. Wo? Ach, da ist er. So, das war's mit dem. Da ist einer noch. Lass mich verscheißern. So, ich denke mal, das war's, oder? Soweit. Also, ich sehe keinen mehr rumrennen. Ich denke mal, das war's hier soweit. So, die Scharade und die Partymäßig. Okay, doch. Uah! Du hässliche Fregatte. Du wolltest schon von der anderen Seite es jetzt machen, ne? Aber leider, so ging Davy. Das geht. Ah, da. Boah, verdammt. Der Hund. Der Hund. Wie der aus dem Nichts kommt, ey. Der Trottel. So. So, was für ein Headshot. Das nenne ich mal ein ultramativer Headshot. So. Was geht ab? Hallo? Hallo? Willst du mich jetzt verscheißern? So, rennen wir jetzt mal rüber. Was für eine Begrüßung kriegen wir jetzt gerade? Irgendwo geht eine Begrüßung ab, ich verstehe nicht wo. Ah, da! Verdammt. Das ist eine blöde Begrüßung, aber sowas von. So, komm. Sehr gut. Uah, da ist noch einer. Das Mistvieh. Alter. Ich hasse euch. So, weil die fressen halt schon Energie auf. Wenn man halt jetzt nicht aufpasst bei denen. Yo. Komm. Danke. So, gut. Wo seid ihr? Hallo. Boah, verarsch mich jetzt echt nicht. So, ab. Das ist mir echt gerade zu heikel, die ganze Aktion. Bevor wir down gehen. So, wo? Da. Wow! Okay. Boah. Verarsch mich nicht. Alter. Boah, von da oben jetzt. Boah! Du Mistkerl! Dich habe ich gar nicht erwartet von der Seite. Heieiei, da kam er von links und hat mir richtig eine Breitseite gegeben, der hässliche Freak. Das hat mir wirklich nicht gefallen. Das war nicht die feine englische Art, mein Freund. Überhaupt nicht. So. So, jetzt aber. Leg mal los. So. So, ein bisschen warten wieder. So, das war's mit dir. So. So, da drüben geht die Party ab. Boah. Wo kommst du jetzt auf einmal her, ey? Mistvieh. Komm. So, da. Ach, da drüben ist, geht auch schon die Party ab wieder. So, hoffentlich ist es mal... Ah, ne, da drüben geht's wieder ab. So, aha, wir können auch reinzoomen. Das wusste ich gar nicht. So, jetzt haben wir den. Von der Seite. So, gucken wir mal in der Gegend rum erstmal. So, ich denke mal, das war erstmal alles.
Ja, das war's hier. So, Patronen mitgenommen. Wupp, wupp, wupp. So, danke. Was ist euer Problem? So, gehen wir wieder hoch. Weil schon wieder die Party abgeht. Willst du mich jetzt verscheißen? So. Wow. Okay. Super. So, jetzt haben wir es. So, da. Alter. Willst du mich jetzt verscheißen? So, jetzt aber. So, wow. Das war ein wunderschöner Headshot, Leute. So, da geht die Party ab. So, der ist weg. Gut, war's das jetzt erstmal? Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt gehe ich bestimmt wieder runter und dann kommen die Leute wieder. 100%. Habe ich mir das fast gedacht. Gut, Patronen mal. Ach, da hast du nicht gedacht, hä, dass ich genau vor dir jetzt bin, ne? Och, jo, Blät. Ich hab echt nicht eigentlich am Mischere bei dem Bastard. Kann ich wahnsinnig werden bei den Freaks hier. So. So, jetzt lass mich rein. Alter. Ja, du, dich muss man erst recht töten. So, dann haben wir was wir hier geholt. Sehr gut. Meine Güte, das ist eh das Schlimmste gewesen, weil der hat ja immer wieder das Scheißding ausgelöst. So, ich glaube, das war's jetzt. Soweit. Jetzt müssen wir unsere Ruhe haben. So. Okay, das war's eigentlich soweit hier. Was haben wir hier? Ein Schutzschild. Das ist immer gut, Schutzschild. So, ich glaube, das war's hier. So, Medipack. Ja, was mal das Medipack und sowas angeht, da brauchen wir uns echt nicht zu beschweren. Da haben wir genug. Von allem. So, aber Schutzschilder, das wäre mal sinnvoll. Schutzschilder sind immer gut. So. So, gehen wir mal hoch. Um nach oben zu schauen, was es oben gibt. Wenn man springt, lasst es sich wieder fallen. Das ist eine Logik, die habe ich in der PlayStation-Version schon nicht verstanden, aber egal. So. Ja. Ah, guck mal, da wäre eine Option gewesen, von oben ihn zu erschießen, aber ja. Die ist jetzt eigentlich von dannen und eigentlich unwichtig. So. Die Waffe haben wir auch schon mal im Anschlag. Gut, dann schauen wir mal da vorne nochmal. Kann man da rein? Nein, von der anderen Seite ist sie verschlossen. Denke ich mal, von hier oben kann man rein. Erstmal hier. Okay, Medikit brauchen wir nicht. Da haben wir genug von euch Freaks jetzt hier ermordet. Was ist hier drin? Oh. Okay, brauchen wir nicht. Wir haben alle Waffen vorhanden schon. Ach, hier. Da wäre die Option eventuell. Ich will es jetzt mal nur wissen, ob das explodiert. Es explodiert natürlich nicht. Das war ja klar. Aber müssen wir jetzt gucken, wie wir diese scheiß gottverdammte Tür aufmachen. So, hier müssen wir irgendwie rein, glaube ich. Weil diese Tür muss ja hier aufgemacht werden. So, oder was da drin irgendwas machen. Muss ich jetzt nochmal gucken. Weiß es gerade echt nicht, dass im Stegreif so. Hier ist nirgends wo ein Knopf, wo man drücken kann. Hm. Aber irgendwie muss man es schaffen, da vorne die Tür zu öffnen. Das ist nämlich wichtig. Da geht's dann weiter. So, mal schauen. Oh, guck mal, ein Klo zum Kacken, ey. Und was findet mir da? Ein kleines Equipment. Was geht hier ab? Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Da geht auch nichts. Von der anderen Seite ist es zu.
Ja, wie soll man da reinkommen? Andere Frage, also. Gut, Blaskowitsch, gut! Festhalten! Wir fahren jetzt weg von hier! Oh oh! Holla, die Waldfee! Verarsche? Ja, klar! Warum nicht? Töte die Roboter! Ja, klar! Roboter töte! Verarsche? So. Hoffe ich mal, dass das wirkt. Hoffe ich mal. So, wie soll das bitte? Oh je. Yeah. So. Das ist ja echt verarsche gerade, Leute. Tötet die Roboter. Klar, warum nicht? Wow, das war halt. Leck mich am Ärmel. Super. Ich habe keine Bombe mehr. Hm. Gute Frage, nächste Frage. Jetzt bin ich echt im Schlauch. Ja, wie machen wir das? So, und ab. So. Ich brauche Granaten. Wo war Granaten? Hier waren doch irgendwo Granaten. So, wo waren Granaten? Da. Ah, ich weiß wie. Ich weiß es wieder. So, erstmal muss ich da hoch. Komm, renn. Jo, Blatt. So. Komm. Super. War klar. So, komm. Alf rüber. Lass mich jetzt eine Pistole bitte nehmen. Eine. Dass ich schneller renne. So, komm. Komm, komm. Super. Wie soll ich das überleben? Das kann man doch nicht überleben. Wie soll das gehen? So, komm. So, jetzt habe ich wenigstens Schutzschild ein bisschen. Aber das ist ja echt der Oberburner. Wenn man das überleben soll, verstehe ich immer noch nicht, aber egal. So, gehen wir mal hoch. Mein Problem ist einfach, dass ich keine Waffe habe. So. Ab, 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 ab. Wunderbar. Komm. So, weg, 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 weg. Meine Güte. Ich weiß echt nicht, wie ich das noch überleben soll. Keine Ahnung, Leute. Ich verstehe echt nicht, wie man das machen soll, gerade. Ich bin gerade echt auf dem Schlauch. Ich weiß es echt gerade nicht. Ich weiß echt nicht, wie ich die ganze Aktion lebendig schaffen soll. So. Super. Da ist nichts mal was drin. Jo, Blatt. Man kann es auch kompliziert haben. Ah, das ist dieser Marsch. Ist ja unfassbar. Hab ich jetzt nicht verstanden, wie das funktioniert hat, aber egal. So, komm, 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 schnell, schnell. So. Es hat aber funktioniert.
So, jetzt ist es einfach. Komm, 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 komm. Sehr gut. So, komm. Komm, auf, auf. Boah, meine Güte, komm, komm schon. Das ist ja echt Fisch. Ne, laber nicht. Die sind am Arsch. Oh, yes, Sir, Mann. Meine Güte, war das gerade ein Kampf. Es wundert mich, dass ich das jetzt ohne Probleme geschafft habe. Aber das Schutzschild nehme ich jetzt mit, ey. Ja, ja, immer mit der Ruhe, ey. Ich habe gerade hier brutalen Kampf gehabt und du kommst mir mit dem Zug, ey. Ohne Witz. Ich bin froh, dass ich es überlebt habe und du gehst mir auf die Eier. So, 100. Sehr schön. Und ab. Ja. Anja, wir beide in einem Zug nach Berlin. Riesling Barista. Genau. Aus Weintrauben wurde Kaffee gemacht. Wieso nicht? Nee, Spaß beiseite. So, nehmen wir mal das Tablett mit. Okay, ganz ruhig, Blaskovic. Du bist nur einer dieser Regimeleute, der mitten in der Nacht einen Kaffee holt. Richtig. Mehr sind wir nicht. Ja, das ist der Nachtzug nach Berlin. Vermeiden. Na super. Wir müssen jetzt noch dahin. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Alle haben. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne und vollkommene Züge. Findest du nicht auch, Bubi? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Oh je. Yeah. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Oberstleutnant Engel. Oh je. Yeah. Und das ist mein... Engel. ...liebreizender Begleiter. Das bist du doch. Was soll das, mein Herzblatt? Oh, noch Rache. Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Ich jetzt? Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob Ihr Geist womöglich verunreinigt ist. Ja, klar. Warum nicht? Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Ah, wenn es sein muss. Dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie verstanden? Jo. Mach jetzt. Oh, noch. Eine Bekloppte ist es noch dazu. Das ist nur ein Test. Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen können. Gut! Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt, wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Schöne Augen sind immer toll. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Ja, eine Blume. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Oberstleutnant. Ja, das werden wir bald wissen. Ach ja. Wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Eine Spinne.
Ich hätte sagen sollen, dass es ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Okay, also die Totenköpfe. Hallo? Ich sage Ihnen etwas. Wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie liebt es, diese Bilderhölzer mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Du etwa nicht. Oh je. Yeah. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, in seinem Abteil wartet eine hübsche Dame auf ihn. Lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freunde. Alles klar, dann ist es ja wenigstens wunderschön, wenn wir hier durchgehen. Und hallo, meine Regiefreunde, ich bin hier mit dem Part. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Davy. Tschüssi. Koski.